Das Weingut Thomas Maruck wurde von seinen Eltern Thomas und Irene Maruck im Zusammenhang mit der Gesamtmelioration Flash 1974 vom damals Gemischtbetrieb Landwirtschaft und Weinbau in einen reinen Weinbaubetrieb umgestellt. 1980 erfolgte der erste Ausbau des Weingutes. 1991 Erweiterung der Kältereigebäude. 2005 Erstellung des neuen unterirdischen Barrique- und Flaschenkellers. 1997 Übergabe des Weingutes an Thomas Maruck Junior. Das Zurückschneiden der Reben erfolgt in den Wintermonaten von Januar bis März. Anschließend werden die einjährigen Triebe heruntergebunden. Das Ausbrechen, Erlesen der jungen Triebe erfolgt im Monat Mai, das bereits die erste Ertragsregulierung ist. Während des Sommers werden die heranwachsenden Jungtriebe mit den wachsenden Gescheinen, Trauben ausgebrochen, eingeschleift, gegen Mehltau geschützt und die langen Triebe oben abgenommen. Die Trauben werden von den wachsenden Blättern befreit, auslauben, damit sie für die Reife von der Wärme und Sommer in den Sommer- und Herbstmonaten profitieren können. In den Herbstmonaten September und Oktober erfolgt die Weinlese. Die Arbeit des ganzen Jahres kann nun in das Weingut eingefahren werden. Ernten der Trauben mit ca. 25 Erntehelfern während ca. 7 bis 10 Tagen. Mit dem Riesling-Silvaner beginnt die Weinlese normalerweise anfangs Oktober und endet mit der Sorte Diolie Noir, die für unsere Spezialitätenweine Bretis und Ardesia Verwendung finden. Die Trauben werden vom Weinberg in das Weingut inmitten des Weinbaudorfes Flash gefahren, wo dann das Gewicht und der Zuckergehalt bestimmt wird. Anschließend erfolgt das Abbeeren der Trauben und anschließend Weiterverarbeitung in die Maischengärtanks beim Rotwein oder Abpressen bei den weißen Sorten. Nach der Zugabe der Reinzuchthefe erfolgt die alkoholische Gärung. In den Wintermonaten erfolgt im Weinkeller die Jungweinpflege, der Umzug von der Hefe und Filtration der Jungweine. Im Weinberg beginnt bereits wieder der Rebschnitt. Bereits Ende April werden die ersten Weißweine in die Flaschen abgefüllt. Nun ist der neue Jahrgang zur Abholung auf dem Weingut für die Kunden bereit. Folgende Sorten werden auf dem Weingut Thomas Maruck angebaut: 70% Pinot Noir, 10% Riesling Silvaner, 8% Chardonnay, 7% Diolie Noir, 5% Pinot Gris. Der direkte Kundenkontakt liegt dem Winzer sehr am Herzen. Nur so kann er dem Weingenießer den Lebenslauf des im Weinglas enthaltenen edlen Tropfen vermitteln. Weinanlässe. Die Sommer- und Herbstmonate sind auch die Zeit der Weinanlässe. Mit dem Flescher Weinerlebnis, dem Weinfest, das alle 4 Jahre in Flash stattfindet, und an diversen Anlässen auf dem Weingut, wird der Wein dem Weinliebhaber kredenzt.